So, willkommen zurück zu Folge 2 des Crusader King 2 Tutorials als feudaler christlicher Herrscher. Ich hatte noch ganz vergessen, noch eine Anmerkung zum Rat. Achtet bitte darauf, dass ihr nur mächtige Vasallen dort rein holt in den Rat, weil die mächtigen Vasallen, die ihr jetzt dort nicht reinholt, die sind, haben wir sonst keine, haben dann eine rote Faust. Haben die noch eine gute Meinung von euch? Ist es egal. Haben die eine negative Meinung von euch? Ist das schlecht? Weil die können dann Fraktionen beitreten, wie beispielsweise Anspruch auf euren Titel, Änderungen des Wahlrechts oder irgendwelche Gesetzesänderungen. Und solange sie im Rat sind, gibt es diese Möglichkeiten für die nicht. Dann können sie keiner Fraktion beitreten. Außer beim Herrscherwechsel ist es immer so, dass da anderthalb oder 2 Jahre der Rat unzufrieden ist. Das steht dann, okay, das steht jetzt hier nicht. Doch, Rat ist zufrieden. Dort steht auch, Ratmitglieder können keine Fraktionen gründen oder ihnen beitreten, solange der Rat zufrieden ist. Ja, deswegen kann man dort nicht überall ideale Positionen bekleiden, sage ich mal. So, ich sehe gerade, der Kanzler würde einen super Hofkaplan eigentlich abgeben, aber ich glaube, den können wir nicht ändern, den Titel. Hofkaplan geht, glaube ich, nicht. Hofkaplan, also eine Fertigkeit von 18 und als Kanzler, ja, der hat 9. Haben wir jemand Besseres hier? Nein, auch nicht momentan. Wovon ihr rege gerade am Anfang Gebrauch machen solltet, ist hier unten von der Charaktersuchenoption. Dort stellen wir jetzt Männer ein, weil im Rat können nur Männer sein, außer als Hofspitzel, da könnte auch noch eure Frau oder eure Mutter sein. Erst im späteren Spielverlauf, wenn ihr die Rechte der Frau freigeschaltet habt, können die auch andere Positionen bekleiden. Aber wie gesagt, das ist erst absolutes Late Game, ist das. So, Religion, ja, lassen wir erstmal Hof beitreten. Müsst ihr natürlich auf Ja klicken, auf alle durchsuchen. Und da sehen wir, den besten, den wir bekommen könnten, ist ein 13er. An den Hof kommen würde, ein Italiener. Ja, den laden wir an den Hof ein. So, dann haben wir noch den Reiter niedere Titel, Regenten. Idealerweise solltet ihr da jemanden nehmen, dem ihr vertraut, beziehungsweise nahe Verwandte. Hier ist quasi unser Sohn und da er uns eh mal beerbt, können wir den als Nachfolger bzw. Regenten einsetzen, falls wir mal unfähig werden oder vom Hofe sind. Hofarzt. Als Hofarzt kann jeder dienen, deren Wert, glaube ich, von über 15 in Bildung hat oder halt den Perk hat, dass er Arzt ist. Ja, wir haben jetzt niemanden anders. Wir könnten jetzt jemanden losschicken. Da gibt es extra hier Hofarzt anheuern. Kostet aber Geld, aber das brauchen wir jetzt nicht. Huch. Wir nehmen da erstmal den als Hofarzt. Diese anderen Titel hier, die wir vergeben können, seht ihr, da kriegen die Leute immer bessere Meinung von euch. Das könnte man, um eventuell die Dings zu verbessern. Hofspitzel nehmen wir mal, halt Rechtsklick, Ehrentitel verleihen. Mit Mundschenk. Ich weiß nicht, das vergebe ich nur an Leuten, die eine hohe Meinung von mir haben, weil Giftanschläge, Mittelalter, man kennt es ja.
Da können wir jetzt beispielsweise ihn zum Stallmeister machen. Zack, hat er gleich eine bessere Meinung von uns. Er ist Bürgermeister, okay, Hofspitzel und Stallmeister jetzt. So, das war das. Dann können wir unten noch Befehlshaber ernennen. Und das wird jetzt auch nochmal interessant. Wie gesagt, die Kriegskunstfähigkeit hat damit absolut nichts zu tun. Ich gehe gerne immer nach der persönlichen Kampffertigkeit. Hier ist unser Sohn, der kann nichts. Der hat nur eine persönliche Kampffertigung von 1, sonst kann er im Kampf nichts. Jetzt sehen wir hier, der hat 11, der hat nur 8, aber er bringt uns Verteidigung von 28% von der Flanke, die er führt. Geduldig plus 20%. Ja, 12%. Hier gibt es sogar Malis, weil er ist feige. Er hat den Trade feige. Mehr haben wir jetzt natürlich hier auch noch nicht. Der kann uns nicht leiden. Ach, wir haben aus dem Rad geworfen, ja. Verständlich. Egal, du bist trotzdem einer unserer Befehlshaber. Und den anderen Bürgermeister setzen wir auch ein. So. Das dort zu. Hier haben wir nochmal den Rat. Reichsfrieden können wir durchsetzen, wenn sie sich unsere Vasallen mal bekämpfen. Dann haben wir hier halt noch für Gesetze interessant. Loyalisten, die uns wirklich leiden können. Die stimmen immer für uns ab. Pragmatiker. Hier unten steht dann halt die Erklärung, wie sie zu verstehen sind. Ruhmsucht, Eiferer und absolute Querulanten, die immer dagegen sprechen. Das seht ihr beispielsweise, wenn wir hier jemanden ernennen wollen. Voraussichtliche Ratsposition und hier allerlei Möglichkeiten, was er werden könnte. Eiferer oder Ruhmsucht ist am höchsten der Wert. So, das war das. Lehnsrat haben wir noch nicht. Das heißt, wenn wir selber Vasall wären, wenn wir jetzt von einem König regiert werden würden oder ein Herzog über uns stehen würde, wir sind ja nur Graf. In diesem Fall sind wir Earl, weil wir hier in Irland sind. Dann hätten wir noch einen Lehnsrat oder könnten wir selber auch in den Rat berufen werden. So, dann kommen wir jetzt zu den Gesetzen. Jetzt wird es erstmal interessant. Fast alle Länder beginnen mit der agnatisch-kognatischen Erbteilung. Das heißt, dass die Ländereien aufgeteilt werden unter den Nachfolgern. Haben wir mehrere Kinder? Er hat jetzt, glaube ich, nur... Doch, er hat 2. Aber wir haben ja nur eine Provinz. Und der Haupterbe ist der Donnchadh MacDonnell, unser Sohn, der bekommt... Unser Erbe, die eine Grafschaft. Danächst, da kommt unser anderer Sohn, der ist 11. Und dann kommen hier noch Verwandte. Hier ist beispielsweise sogar ein Norweger, der aber nicht mehr zu unserer Dynastie zählt. Die beiden zählen nur zu unserer Dynastie, obwohl er ist ja auch alle mit dem Blut, mit dem Blutstropfen hier oben. Das ist dann wichtig, wenn ihr andere Länder anfangt, kann es sein, dass ihr als Herrscher anfangt, nicht verheiratet seid, keine Kinder habt und dann müsst ihr unbedingt überleben, weil das Spiel endet, wenn der letzte eurer Dynastie verstirbt. Könnt ihr auch hier einsehen in der Dynastieübersicht. Hier geht es natürlich weit zurück. Da sind unsere 2 Kinder. Im Laufe des Spiels werden das erheblich mehr Leute. Ja, das zum dem Stammbaum. So, wir waren bei den Gesetzen. Wir könnten die agnatische Erbteilung nehmen. Das heißt, nur Männer können erben. Schließt die Frauen komplett aus. Das können wir auch, glaube ich, nur alle 10 Jahre ändern, die Geschlechtsvorzugsgesetze. Und wir können hier noch die ganzen grünen Gesetze könnten wir jetzt schon ändern. Realteilung, Senioratsprinzip, das älteste Mitglied der Dynastie erbt sämtliche Titel. Nein, am liebsten ist mir immer noch die Primogenitur. Das älteste Kind des Herrschers erbt sämtliche Titel. Ist am Anfang nicht so ohne weiteres möglich. Ihr seht hier,
was es für Voraussetzungen hat. Wir brauchen erstmal eine spätfeudale Verwaltung. Und ja, das ist das Wichtigste, spätfeudale Verwaltung. Und die kriegen wir nicht so ohne weiteres. Oh doch, könnten wir sogar hinkriegen. Aber da seht ihr, wenn wir das jetzt hier machen würden, gibt es eine Ratserwägung und da sind alle dagegen. Die müssten wir jetzt mit viel Geld bestechen oder ihnen Gefallen abkaufen, was wir natürlich nicht machen wollen. So, das war das zum Thema Erbschaft. Über kurz oder lang auf jeden Fall Ziel Nummer 1, Primogenitur. Wichtigste überhaupt. Die anderen sind dann zwar nicht weg, das heißt, sie sind schon weg. Wenn wir jetzt nur zwei Grafschaften hätten und dann bekommt ja der erste Sohn die eine Grafschaft und der andere Sohn die zweite Grafschaft. Der ist aber nicht mehr unser Vasall, weil er hat den gleichen Titel wie wir. Wir müssten schon Herzog sein, damit er uns als Vasall erhalten bleiben würde. Sorry. So, das zum Thema Reich. Hier seht ihr, Status der Frau könnten wir auch erhöhen. Ist auch hier dagegen. Ganz toll. Titel aberkennen ist sehr wichtig. Das kriegen wir sogar durchgedrückt. Wir haben zwei Unterstützer, einen Gegner und zwei Unentschieden. Okay, die Unentschieden ist ein bisschen schlecht. Das wäre in diesem Fall 2 zu 1, je nachdem, wie die sich die anderen entscheiden. Wir haben ja auch noch eine Stimme. Das ist halt, wenn einer mal gegen euch rebelliert und im Knast sitzt, können wir ihm die Titel entziehen. Ist momentan nicht erlaubt, ist aber auch sehr wichtig, dass auf Titel aberkennen, dass man da auf diese Gesetze geht. Ja, spätfeudale Verwaltung ist noch wichtig. Kaiserlich nicht unbedingt. Ne? Und hier brauchen wir Legalismusstufe mindestens 3, aber die scheinen wir zu haben, sonst könnten wir das nicht auswählen. So, jetzt kommen wir zu den Pflichten. Das wird auch nochmal interessant. Da sind die Adligen. Die Adligen wollen lieber Geld statt Truppen zahlen, ist aber in unserem Sinne, dass sie uns mehr Truppen zur Verfügung stellen würden. Hier würden wir das Gesetz durchgedrückt kriegen. Beim Bürgertum ist es so, dass die uns gerne Leute zur Verfügung stellen und weniger Geld, weil das hier, sage ich mal, sind die Burgen, die überall in den Provinzen sind. Die haben natürlich Truppen und weniger Geld. Die haben hier Geld und weniger Truppen. Ja, beim Klerus ist ausgewogen das Verhältnis, steht auch dort. Das habe ich auch noch nie geändert. Da Stammesregierung haben wir nicht mehr. Also auch uninteressant, dieser Reiter. So, da haben wir noch die Ratsgesetze. Titel aberkennen können wir, aber das können wir selber. Der Rat entscheidet nicht. Wenn der Rat entscheiden würde, haben wir, wenn wir jemanden den Titel zu entziehen wollen, obwohl der kriminell war gegen uns, kann es sein, dass der Rat sich da querstellt. Aber hier ist ja noch alles schick am Anfang. Inhaftierung, da haben der Rat mitzureden. Kriegserklärung auch. Ja. Hinrichtung ist auch klar. Das war das zu den gräflichen Gesetzen von Osridge. Hier haben wir sonst eventuell mehrere Reiter. Kann sein, wenn wir ein Königreich haben, dass in einigen anderen, wenn wir zwei Königstitel haben, dass dort andere Gesetze herrschen als in unserer Hauptregion, also in euren Haupttitel, den ihr bekleidet. So, das waren die Gesetze. Die Technologie ist klar, da können wir nichts machen. Da kommen nach und nach Fortschrittspunkte, aber die bekommen wir jetzt auch noch nicht, weil wir nur Grafschaft sind. Die fangen erst langsam an hochzutickern, wenn wir mindestens Herzog sind. Ansonsten kriegen wir das immer nur marginal, dass das leicht ansteigt. So, beim Militär ist klar, da haben wir ein Gefolge. Gefolge wird erst interessant ab, wenn wir, ich glaube, 550 Punkte
600, 550 Punkte, das ist das kleinste Gefolge, was wir haben können. Brauchen wir 550 Punkte. Das sind diese Punkte, die bekommt ihr, je mehr Ländereien ihr besitzt, umso höher geht das hier. Und spielt, glaube ich, noch die, genau hier, Militärorganisation. Wir haben jetzt 300% und dann hätten wir 450, wenn wir den nächsten Punkt erforschen. Dann hätten wir dort auch mehr, ups, mehr aktiviertes Gefolge. Das ist sozusagen eine stehende Armee. Ihr könnt ja keine Kriege erklären, wenn eure Armee ausgehoben ist. Aber dieses stehende Heer, das kann jederzeit ausgehoben sein. Und ihr könnt trotzdem Kriege erklären. Ist ganz nützlich. Hier sehen wir ja nochmal unsere Vasallen, was sie uns an Truppen zur Verfügung stellen. Er gar nichts, weil er uns halt nicht leiden kann, scheinbar. Ja, 364 Truppen. Stellt uns 182 bereit. Okay. Und hier haben wir nochmal die Truppen von dem Bürgermeister. Ja. Dann haben wir hier die Söldner. Das sind einmalige Kosten zum Aktivieren. Das ist eigentlich selbsterklärend hier, aber ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. 450 Gold einmal auf den Tisch gelangt und monatliche Kosten von dieser Armee hier von 32,4 Gold pro Monat. Das solltet ihr auch tunlichst beachten, dass ihr genug Geld habt, weil wenn ihr kein Geld mehr habt, rebellieren die und unter Umständen greifen die euch dann an. Ist ein bisschen ungünstig. Tauchen, wenn ihr die angeheuert, immer in eurer Heimatprovinz auf. In diesem Fall würden sie in Osridge auftauchen und fangen quasi so wie, ich zeige euch das mal kurz, wenn ihr hier einmal Vasallenaufgebote, also das heißt von unseren Lehnstruppen, doch ganze 60 Mann, seht ihr hinten den roten Balken, das heißt, sie sind noch nicht moraltechnisch aufgebaut. Es läuft langsam hoch, bis es voll ist und dann haben sie halt die effektive Stärke. Die haben die Söldner nicht. Das dauert, bis die sich aufbauen und die haben eure Truppen hier, die ihr von euren Vasallen bekommt, auch nicht. Hebt ihr eure Armee aus, zack, wird ja, die haben gleich volle Kampfstärke. Ja, seht auch, was die kosten. Die kosten nichts, ist klar, die kosten nur euer Vasallengeld und die kosten 4 Gold 94 momentan. Ja. Das zu den Söldnern. Ritterorden haben wir noch nicht. Ritterorden sind das so wie die Malteser und Johanniterritter, die später gegründet werden irgendwann. Müsste ich jetzt lügen. In diesem Jahrhundert noch, also irgendwann bis 1100, glaube ich, oder 1150, tauchen nach und nach immer mehr Ritterorden auf. Die kosten einmalig Pietät. Also hier den Pietätswert. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die monatlich Gold kosteten oder ob die dann für lau sind. Das weiß ich jetzt nicht. Nachteil dieser Truppen ist, die kämpfen halt nur gegen Heiden und Muslime. Also die kämpfen nicht gegen andere christliche Herrscher. Ihr könnt jetzt nicht, weil euch hier der König von Schottland oder was angreift und richtig euch haushoch überlegen ist, ihr viel Pietät habt, oh, jetzt hole ich mal eben die Johanniter und die hauen mich da raus. Nee, nee, das funktioniert so nicht. So, dann haben wir noch die Verbündeten in Kriegen, falls mehrere daran beteiligt sind und wir den Krieg angefangen haben, können wir denen dort auch Kommandos geben, ob die sich unsere Armee anschließen oder bestimmte Provinzen belagern sollen. Das könnt ihr dort einstellen. So, das war das zum Thema Militär. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die Intrigen und anderen Ereignisfelder, was wir da noch für Möglichkeiten haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.